Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Titan Quest All Classes. Wir sind super schnell gerade unterwegs in Ragnarök auf dem Schwierigkeitsgrad normal mit dem ersten Charakter. Ich bin immer noch gewohnt zu sagen mit dem ersten Charakter, aber wir sind tatsächlich mittlerweile im zweiten Charakter unterwegs. Mit dem Nachsinnenden. Unser zweiter Charakter. Und ja, wir sind in Ragnarök und mittlerweile schon ins Ganze, wenn man bedenkt, dass wir erst etwas mehr als eine Stunde hier in Ragnarök gespielt haben, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, dass wir um einiges schneller unterwegs sind als der Illusionist. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch relativ weit in dieser Folge kommen. Ah, das ist der Wiederbelebungsbrunnen. Den nehmen wir mal kurz hier mit. Aber eigentlich will ich nochmal um die Ecke, nämlich da auf der linken Seite, links unten, da müsste noch die Höhle sein. Oder das, die Höhle, die jetzt links von uns ist, die müsste die sein, wo der letzte Part der Nebenquest ist, die wir noch offen haben. Da ist ein Bär. Ach, guck mal einer an. Ja, geprägte Silberplatte Nummer 4. Damit haben wir die Silberplatte, wir haben die Sense, wir haben das Halstuch, besser gesagt den Schal, und wir haben die uralte Brustplatte. Das sind alle Nebenquests, die wir hier haben. Ich muss tatsächlich auch nochmal zurück nach Korinth, merke ich gerade. Denn da können wir uns noch ein Artefakt abholen. Das hatte ich vorher noch angesprochen, aber tatsächlich dann einfach vergessen zu machen. Ich habe den goldenen Eber gerade nicht ohne einen Heiltrank zu nehmen gekillt, oder? Leute, wir haben immer noch 8 Debuffs drauf. Der Selfheal ist zu böse. Weißt du denn nicht, dass er den Asen gehört? So, ab zurück nach Skanzer. Und ich habe Korinth wieder vergessen. Werde ich aber jetzt das nicht mitnehmen, weil ihr seht, danach müsste ich zurück nach Skanzer und Skanzer ist halt leider sind die etwas langen Ladezeiten hier. Ihr Speer? Verriegelt. Oh. Kein Mensch. Nicht. So, den Schal nehmen wir noch mit hier drüben. Dieser Schal. Und die Senses, wenn wir die abgeben, dann haben wir das Level up tatsächlich. Das ist nice. Knochenbrecherpanzer, Blutungsschaden. Was ist das gegen Pflanzen? Not bad, actually. 12% Inventarschaden, 18% Zaubergeschwindigkeit. Nichts wirklich dabei, was ich groß verwenden kann. Papa ist noch nicht zurück, aber ich bin hier. Erschlage ein paar Trolle für mich, ja? Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Lass mich raten. Noch mehr Bernstein? Bei diesem verfluchten Nebel ist es schwer, den Weg zu finden. So, 3 Wolfsklauen. Wobei ich tatsächlich gerade so ein bisschen unschlüssig bin, ob ich die jetzt tatsächlich durchziehen soll, weil, Ja,
Haben wir hier noch eine Wolfsklaue? Zwei. Ich tue auf diesem Charakter keine Wolfsklauen abgeben. Ich gehe mit einer Wolfsklaue hin. Weil sonst habe ich nachher das Problem, dass ich, also die Quest mit, dass ich eine Wolfsklaue vorzeigen muss, die kann ich jederzeit machen. Ne, eine Wolfsklaue vorzeigen, das wird jederzeit gehen. Aber drei abgeben, um dann das Rezept rauszuholen, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein bisschen doof. So. Die sollen sich zanken, ist alles in Ordnung. So, die Sense geht mal hier oben ab. Eine Sense? So. Wer da? Du hast Wolfsklauen? So, die Wolfskette wäre die nächste Nebenquest. Also einmal kriegt man ein bisschen Erfahrung dafür, dass man die Wolfsklauen vorzeigt. Und danach kriegt man, kann man mit dieser Formel, die man hier bekommen hat, kann man die Wolfskette machen. Und wenn man die abgibt, kann man eine zweite Nebenquest abgeben. Das Problem ist aber, dass man dafür eben die Wolfsklauen verbraucht. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade hier auf dem Charakter noch dreimal Wolfsklauen. Das heißt, ich hätte die dann abgegeben, würde im Nachhinein keine Wolfsklauen mehr kriegen. Das heißt, für Episch und Legendär hätte ich keine Wolfsklauen im Inventar, die ich dann wiederum für das Vorzeigen nehmen könnte. Und das ist der Grund, warum ich jetzt gerade gesagt habe, ich lasse es bleiben und mache hier die Wolfsklauen-Quest auf dem Charakter eben nicht. So, Ichthyr-Relikt haben wir. So, eins auf Int, eins auf Geschick. Erfahrungsschrein, not bad. Die Random Encounter waren passend. Das war so ein Random Encounter Camp. Stimmt, das wissen ja auch eventuell manche Leute noch nicht. Die häufiger Titan Quest zuschauen, aber in der letzten Zeit relativ wenig selber gespielt haben. Seit dem letzten Content Patch gibt es eben sogenannte Random Encounter Camps. Das sind eben Orte, an denen was spawnen kann. Funktioniert ähnlich wie die Schreine tatsächlich. Also es gibt fixe Positionen und an denen kann was passieren. Und es ist eben zufällig, was passiert. Es kann ein Händler sein, der spontan dasteht. Es kann ein Karawanentreiber sein, der spontan dasteht. Es können ein paar freundliche NPCs sein, die in der Gegend Monster kloppen. Auch das kann passieren. Es können aber auch Gegner sein, und zwar teilweise auch Gegner, wie man es hier jetzt mal sieht, die eigentlich hier in der Gegend nicht antreffbar sind, sondern nur generell in dem Akt. Und die Eistrolle hier, die sind hier eigentlich nicht Teil der hiesigen Gegend, sondern sind eher in Ulfiotimheim, hieß es, glaube ich.
Jotunheim anzutreffen. Eben sind eben weiter hinten im Akt eigentlich anzutreffen. Aber ja, mit diesen Random Encounter kann es durchaus mal sein. Und da hatte ich eben einen Random Encounter, der tatsächlich die nördlichen Jähren waren, die ja auch hier in der Gegend tatsächlich sichtbar sind. Deswegen meinte ich, passt ja, dass dieser Random Encounter ist. Okay. Dieser Bug funktioniert halt immer noch, ne? Also sollte jetzt genau das Tor öffnen. Aber man kann das Tor öffnen, sobald man das Relikt eingesetzt hat. Obwohl dann oben auf dem Tor drauf steht, gesperrt von Aufgabe versiegelt. Ich muss die nächsten Händler mal ein bisschen abklappern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für den Ilver-Fight am Ende des Aktes entweder die Debuffs ausstellen muss oder ich brauche ein Urchaos. Eins von beiden. Auf normales Ilver zwar nicht so schwer, aber ballert halt leider immer noch hart rein. Dieser Charakter ist halt wirklich nur draufschauen, bis die Gegner tot sind. So, das hätten wir. Erste Tafel. Ja.
Todesvision gewesen, ne? Ja, well. Lass dein Schwert. Ein Mensch? Hier unten? Du siehst mitgenommen aus, Wanderer. Moin, Lord Blub. Du solltest bei uns einkaufen, sonst erwischen dich die Pilzwesen. Einen wunderschönen Dienstag dir willkommen im Stream. Verlauf dich hier nicht. Kauf etwas oder verspiel Glück. Die was Wesen, hä? What? Ach so. Die Pilzwesen. Warte. Warte kurz. Die hier. Okay. Ja. Also, du hast richtig gehört, wie man ein absolut unwitziges... Ein absolut unwitziger Satz, der zwischen mir und meinem Bruder immer wieder gefallen ist und deswegen irgendwie doch witzig geworden ist. Aus Herr der Ringe, Pilze gibt's hier! Das ist tatsächlich sehr akkurat. Ey, komm, ich werde jetzt nicht anfangen, hier noch einen Heiltrank zu schlucken. Nur weil die Gegner ein bisschen Giftschaden machen. Dieser Selfie ist einfach zu böse. Draufspringen, das sind doch keine Goombas. Und die Pilze wurden immer nur gefressen. Sag mal, wie viele Bosse will ich noch disrespekten? Einmal noch Korinth. So, was gibt's denn heute? Das ist ein Schleier. Ich habe importierte Waren von der Insel Zakynthos mitgebracht. Deutlicher wird's, glaube ich, nimmer. Ich glaube, deutlicher wird es nicht mehr. Danke. Ich habe nämlich mir überlegt, nachdem wir durchaus schon ein paar Säbelzähne zur Auswahl haben, hatte ich mir tatsächlich überlegt, als nächsten Helden eventuell den Schlechter zu spielen. Ne, das ist so eine Sache, wo ich jetzt gerade so reinschaue, weil ich könnte natürlich den Banditen gehen, aber sind wir ganz, also war ja meine... Bevor ich hier den Nachsinnen gestartet habe, hatte ich ja so zur Auswahl im Kopf immer gehabt, Nachsinder oder Bandit. Dementsprechend könnte ich natürlich jetzt auf den Bandit gehen, wenn ich den Nachsinnen durch habe. Aber nochmal einen Auto-Attacker-Fernkämpfer direkt hinter dem Auto-Attacker-Fernkämpfer, das wäre dann doch ein bisschen meh.
Ich bin falsch gelaufen. Ich wollte nach Glauberg. Und dementsprechend hatte ich mir überlegt, dass wir tatsächlich noch einen Nahkämpfer spielen könnten. Und da habe ich aktuell den Schlechter oder den... könnte ich sogar einen Korsar spielen? Eventuell könnte ich sogar einen Korsar spielen. Schlechter Korsar oder Behüter an der Stelle dann. Das wären so die Möglichkeiten, die ich dann zur Auswahl hätte. Mein persönlicher Favorite wäre an der Stelle der Schlechter. Und da schließt sich dann eben auch wieder der Kreis, weil das beste Startartefakt für den Schlechter wäre, wer hätte es gedacht, der Schleier der ewigen Nacht, den wir jetzt gerade for free bekommen haben. Das war eben der Grund, warum ich gemeint habe, das passt ja. Unglaublich. So, zwei Fähigkeitenpunkte, die gehen da rein und dann können wir hier in die Schattenlande. So. Wer hätte das gedacht, wo es doch gefühlt für 99% der Fälle das ideale Fakt ist. Schleier der ewigen Nacht ist halt absolut böse für alles, was physische Art von Schaden macht und Auto-Attacker ist. Dafür ist der Schleier der ewigen Nacht halt absolut geil. Ich meine, hier für magischen Schaden natürlich gibt es Besseres. Oh ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Die haben leider Dornenschaden. Da musste ich gerade einen Heiltrank schlucken mal wieder. Weil die Gegner leider keinen Lebensabzug brocken. Und Schadensreflexion haben. So, wir sind jetzt auf Yggdrasil. Wir werden heute definitiv noch den Wotan-Fight machen. Wir werden definitiv... Also heute, ich meine jetzt in dieser Folge, in dieser Aufnahme ist noch ein bisschen mehr natürlich möglich. Bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Aufnahme auf jeden Fall Ragnarök beenden. Mein Lieber, willst du auch nochmal angegriffen werden heute? Was ist mit denen denn falsch? Was haben die denn bitte für eine Hitbox? Okay, das ist anscheinend... Nee, das liegt nicht an... Excuse me? Nö, sorry. Bei dem Full Tank, da bleibe ich jetzt keine halbe Stunde stehen. Das gibt's nicht.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die Adler hier jetzt plötzlich wollen. Die sollten sich normalerweise auch einfach killen lassen. Was ist denn hier falsch? Also, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Irgendwas läuft mit dem seiner Hitbox gehörig falsch. Oh, 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 oh. Ich laufe mal kurz zurück. Ich habe eine Theorie, woran es liegt. Ich habe da ja einen stehen lassen. So. Wenn meine Theorie richtig ist, dann werde ich den jetzt 2 Sekunden lang nicht angreifen können. Und jetzt, da geht's. Oder halt auch nicht. Okay, aber schön, dass die anderen gingen. Gut, dann ist die Theorie nicht bestätigt. Ich dachte eigentlich, es hätte wahrscheinlich daran gelegen, dass ich hier immer Shift attacke. Das heißt, ich mache Attack Ground, mehr oder weniger. Und dass er deswegen sozusagen unter dem Gegner durchschießt. Aber das war hier wohl nicht der Fall. Zumindest bei dem einen Gegner da nicht. Was ist denn jetzt mit MIs plötzlich los, Jungs? Unfehlbarer Bogen, Lebensentzug, Zaubergeschwindigkeit, Schaden gegen Tiermenschen, gegen Dämonen. Ist auch nicht so wirklich geil, to be honest. Und zum MI-Bonus. Gibt's Besseres? Okay. Du schon wieder? So, schauen wir mal, wie tanky die Valkyren dieses Mal sind. Die sollten nämlich um einiges schneller fallen. Jo.
Der Hauptgrund, warum die Valkyren mit dem Illusionisten immer so lange gedauert haben, waren, weil ich kein Target Firing applied habe. Ich hätte natürlich jetzt auch meine Gegner einzeln anvisieren können. Mit Begleiterangriff. Aber mit Target Firing gehen die halt relativ schnell auch wieder down. So, den haben wir auf 20 von 40. Ich denke, ich werde wie gesagt durchziehen, dass ich nicht nur auf 32, nicht auf 32 mal zwischendurch anhalte, sondern dass ich direkt auf 40 von 40 gehe. Da kommen nochmal 450 Leben obendrauf. Das heißt, dass wir circa 3500 Leben dann haben. Das ist halt actually nicht viel, ne? 3500 Leben. Wenn man bedenkt, dass mein anderer Charakter 12.000 hatte, da muss eventuell noch was über das Equipment kommen. So viel zum Thema Target Firing. Ist ja schon witzig, wenn man bedenkt, dass es nicht mal der maximale Schaden ist, den ich hier gerade rausdrücke, ne? Ich könnte ja jederzeit auf noch mehr Schaden wechseln. Wäre für die belebten Konstruktionen tatsächlich gar nicht mehr so schlecht, wenn ich meine Waffe wechseln würde dauernd. Aber das fällt mir natürlich super früh auf. Nämlich genau dann, wenn ich erstmal keine belebten Konstruktionen wieder habe für die nächste Zeit. Die nächsten, die kommen, sind Mimis Labyrinth. Ha! Für Wotan!
Alter, diese Valkyren sind ja mal die beste EXP-Quelle, die man sich vorstellen kann. Die spawnen Ads, ich kill die Ads und 2 Sekunden später spawnt die neue. Wenn man Target Firing auf die Ads macht, müsstest du ja so häufig, so viele Dinge runterknallen können. Ja, da warten wir mal kurz. Ich habe gerade die Formel gehört. Das ist ein Seelenprisma, okay. Hätten wir jetzt nicht drauf warten müssen. Power leveln, yo. More or less. Also, Power ist hier relativ an der Stelle, ne? Wir reden hier immer noch von 4 Gegnern alle, sagen wir mal, 7-8 Sekunden. Weil wir maximal 2 Valkyren zueinander ziehen können. Wäre das auch für die Speedruns interessant? Nope. Für Speedruns ist das definitiv nicht interessant. Die Any% Speedruns brauchen halt, also die Glitchless Legendary Speedruns, dafür ist es zu langsam. Und die Any% Speedruns brauchen eh keine XP mehr an der Stelle. Und plus das Argument, dass es dafür zu langsam ist, applied hier auch noch. Aber abseits davon brauchen sie eben keine, brauchen sie eh keine Erfahrung mehr an der Stelle. Mit Any% meine ich, by the way, auch die Glitchless. Glitchless Legendary sehe ich es zu langsam und für die RTA Glitchless Speedruns, die wir machen, sehe ich es zum einen zu langsam und zum anderen, ja, glaube ich nicht, dass wir es hier noch brauchen. Holy shit, wie schnell fällt Tür denn bitte um? Da hat jemand aber ganz schnell die Tür zugeschlagen. Sorry für den Witz, aber der musste leider sein. Loki. Reden können wir später. Komm. Ach, ich hatte gehofft, ihr würdet. Du Narr, hast du. Willkommen im 5. Reich. Ich hoffe, du hast etwas Interessantes mitgebracht. Dein Auftritt war mit Sicherheit. Ist mir eine Freude, Geschäfte zu machen. So. Netterweise Urchaos haben wir, dankeschön. So, Schriftrolle des Urchaos. Ich habe halt echt bald 500k Elektrum hier rumliegen. Ihr müsst es nicht. I mean, das dürfte tatsächlich schon reichen. Ah, guck mal, Random Encounter. Ich hatte vorhin drüber geredet. Das sind Nordjaren Random Encounter und Nordjaren sollten hier eigentlich nicht mehr unterwegs sein.
Die gehören eigentlich an einer anderen Stelle in den Akt, aber kommen hier jetzt als Random Encounter wieder rein. Was natürlich sehr interessant ist für ME-Drops. Oder Relikt-Drops. Weil man dadurch eben mal random eben Relikte oder Erweiterungen bekommen kann, die eigentlich hier nicht fördern. Ich sage ab Relikte gesagt, aber eigentlich meinte ich vor allem Erweiterungen, weil Relikte ja im Normalfall nach Akt gebunden sind und es kommen ja sowieso nur die der gleiche Akt. Aber hier auch die Draugr beispielsweise sind ja keine Gegner, die man häufiger hier sieht. Oh, guck mal, eine Wolfsklaue. Ach wait, hier gibt's auch noch Wolfsklauen? Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es hier hinten raus noch Gegner gibt, die Wolfsklauen droppen. But yeah, I guess das sind in gewisser Weise auch Wölfe, ja. Ist wieder so ein falscher Loot-Table. Nee. Das war nicht die Waage hier. Und die Waage können, denke ich, durchaus als Wölfe durchgehen. Also das würde ich schon als richtig ansehen. Ich meine, Erweiterungen. Erweiterungen können halt immer nur bei gewissen Gegnern droppen. Beispielsweise ist es logisch, dass Wildschweine eine Wildschweinhaut fallen lassen, ne? Ist ja logisch. Dass eine Wildschweinhaut jetzt nicht von einem Wolf droppt, sollte auch logisch sein. So. Wo jetzt aber das Wildschwein gerade ist, ist dann relativ egal, ob das ein Akt 1 Wildschwein ist oder hier ein pelziger Eber, den man in Akt 5 antrifft. Ist dann ja relativ egal. Die geht definitiv in Stash, die Weste. Ich meine, dementsprechend ist es natürlich normal, dass die Wölfe eine Loot, also dass die Wölfe dass die Waage hier auch Wolfsklauen droppen können, wenn man sagt, in gewisser Weise sind Waage ja auch Wölfe. Das sind sicher die meisten Fantasy-Ersteller einig, dass die zumindest zur gleichen Gattung gehören. Dementsprechend kann man die auch Wolfsklauen droppen lassen. Das mit der falschen Loot-Table ist halt, wie gesagt, das ist ein MI und ein MI ist weiter restriktiert als Erweiterungen. MI-Items, also die Monster-Infrequenz, die droppen ja wirklich nur bei einer gewissen
bei einer gewissen Gegnerart. Geht ja sogar so weit bei den MIs, dass du, dass die Gorgonen ja beispielsweise zwei verschiedene MIs haben. Einmal haben sie das Steinbinder, die Steinbinder-Sachen. Steinbinder-Stulpen, Steinbinder-Krone, Steinbinder-Stärpe. Und eben der Wächter-Kyras, also die, das Wächter-Gear. Wächter-Kyras, Wächter-Helm, Wächter-Armschienen. Das sind ja zwei verschiedene MI-Gruppen. Und innerhalb der Gorgonen gibt es zwei Gegnergruppen. Und die Gegnergruppen, die Steinbinder-Gear droppen können. By the way, ich habe Steinbinder-Krone gesagt. Stianos Weisheit ist die Steinbinder-Krone. Aber auf jeden Fall, die Gegner, die Wächter-Gear droppen können bei den Gorgonen, also die Gorgonen, die Wächter-Armschienen droppen können, die werden niemals Steinbinder-Stulpen fallen lassen. Und du musst genau wissen, welche Gorgonen es sind, die Steinbinder-Stulpen fallen lassen. Ansonsten farmst du dich dumm und dämlich, weil du eventuell immer nur die falschen Gorgonen killst. So. So restriktiv sind MIs. Und dementsprechend muss es einfach ein falscher Eintrag in der Loot-Table sein, wenn die Banditen in Akt 5 einen Stab der Herrin der Nacht droppen können. Weil man den Stab der Herrin der Nacht ja eindeutig den Empusa zuschreiben kann. Und dementsprechend muss das ein Fehleintrag in der Loot-Table sein. Dass ich vorhin gesagt habe, ich wusste das nicht, dass hier noch Gegner Wolfsklauen fallen lassen. War eher so ein, ich habe nicht mehr dran gedacht, aber stimmt, eigentlich können sie das noch, wie man jetzt hier gerade gesehen hat. Ich muss an der Stelle halt auch nochmal betonen, dass obwohl ich relativ viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt habe, mein Wissen nicht hundertprozentig akkurat ist über dieses Spiel. Es gibt auch Sachen, die ich nicht weiß. Und die ich auch immer noch neu lernen kann. Ich würde da auch gar nicht versuchen, irgendwie zu claimen, dass ich alles wüsste über dieses Spiel. Es ist nur so, dass ich mit dem Wissen, das ich habe, mir sehr vieles herleiten kann. Und eben auch ein paar Annahmen treffen kann, ohne exakt zu wissen, dass etwas beispielsweise nicht so richtig ist, wie es sein sollte. Ohne dass ich die Bestätigung habe, dass beispielsweise der Drop vom Stab der Herrin der Nacht ein Bug ist. Ohne dass die Bestätigung dafür zu haben, kann ich das guten Gewissens annehmen, dass dem so ist. Einfach weil ich weiß, wie die generellen Dropverhalten so sind. Hier sollte ich, by the way, noch nicht hoch. Ich sollte erstmal kurz hier unten lang. Ich muss mir noch überlegen, mit welchem Item ich, also welches Item ich tatsächlich nehme für mein Upgrade. Die meisten Items hier bringen ja nicht sonderlich viel. By the way, ich brauche noch eine Wolfsklaue, dann oder 1, 2, ja, ich brauche noch eine Wolfsklaue. Dann könnte ich im Nachhinein tatsächlich noch die Quest abgeben. Beziehungsweise dann könnte ich sie auf Episch oder Legendär sogar noch abgeben. Wäre sogar eigentlich auf Legendär das
sinnvollste, weil das die meiste Erfahrung gibt von den drei Optionen. So ist es ja nicht. So, da haben wir den Met der Dichtung. Dann können wir hier nach oben wieder. Ist ein bisschen schneller, als wenn wir zurücklaufen würden. Weil wir jetzt hier weiter wollen. Interessantes MI, aber sieht irgendwie useless aus. War aber irgendwie zu erwarten, dass ich jetzt... Okay. Ich wollte gerade sagen, war aber irgendwie zu erwarten, dass ich jetzt keine Wolfsklauen mehr finde. Klick, klick, zwei Stück gefunden. Was ich hier mache? Wonach sieht es denn aus? Du weißt, Schadenresistenz gegen Geister und Lebensbewahrer als Fähigkeit. Und wir haben einen Weg gefunden, nach Belieben überall hinzureisen. Außer nach Asgard. Wir kommen von Ymir, nicht von den Göttern. Gutes Wetter? Toll. Komm mit mehr Gold zurück. So. Nehmen wir noch eine Urchaos. Noch eine Schriftrolle des Urchaos hier. Die Schriftrollen des Urchaos werden mir noch gute Dienste leisten später im Spielverlauf. Moin Mibio! Wunderschönen Dienstag dir, willkommen im Stream. So. Ist der Lootgott gnädig? Ja. Ich habe tatsächlich relativ wenig, na, wobei ein bisschen was an eigenen Sachen habe ich gefunden, aber ich habe es jetzt nicht groß darauf angelegt, dass ich viele Items finde. Dafür ist es in Ordnung, denke ich. Ach, die geben auch Wolfsklauen. Guck mal einer an. Damit haben wir jetzt eine volle Wolfsklaue hier. Also generell muss man sagen, der Char hier läuft, rennt super schnell. Der macht super schnell Progress. Und ist halt auch ziemlich stark, aber das wusste ich natürlich, dass der Char ziemlich stark ist, weil
Die Kombination Nachsinnender ist eine ziemlich starke Kombination. Wenn du der Kombi ein bisschen was an Skillpunkten gibst, wird dir der beste Tank ever. Okay, korrigiere. Das ist ein fucking Tank, der Nachsinde. Solange es eine Self-Buffs hat. Sind gerade schon die Buff-Puller unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt. Findest du das auch so amüsant wie ich? Immer noch nicht. Sag mal, haben sie den rausgepatcht, den Jungen? Das vorhin war ein Scherz. Natürlich. Wurdest du erwartet? Also ich möchte es mal kurz anmerken, hier in Mimes Labyrinth gibt es ein Heldenmonster, das man antreffen kann. Nämlich den Doppelgänger. Und er steht normalerweise, ich glaube, er spawnt immer, aber er steht random an irgendeiner Stelle im Labyrinth. Und der, wenn man hier den Hauptweg langläuft, findet man den halt nicht immer. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es kann sein, dass der eventuell nicht immer spawnt, okay. Aber eigentlich kriegt man den recht häufig. Und ich laufe jetzt hier natürlich innerhalb dieser Challenge schon das vierte Mal entlang. Und wir haben immer noch keinen Doppelgänger. Beim Illusionisten haben wir ihn nicht gesehen und jetzt hier auch noch nicht. Für das Galileo Mystery Team. Naja, Galileo Mystery beantwortet ja Fragen mit Fragen, das ist ja auch nicht so wirklich gut. Was machst du? Was machst du? Oh, jetzt fängt Mimir an, nervig zu werden. Der Mimir-Fight ist einer der einfachsten ever mit dem Illusionisten. Aber kaum spielt man hier einen anderen Charakter, wird der sowas von nervig. So. Und das ist natürlich die Quittung dafür, dass ich mir gerade bevor der Fight angefangen hat, gedacht habe, ja, sind wir heute mal freundlich zu den Zuschauern und geben denen den Mimir-Fight, bevor wir die Folge beenden. Na, denn eigentlich sind wir schon wieder am Ende einer Folge angelangt und genau das machen wir jetzt nämlich auch. Wie immer,
Falls ihr auf YouTube zuschaut, ist für euch natürlich leider die Folge zu Ende. Ihr könnt gerne morgen weiterschauen in der nächsten Folge. Für die Leute, die auf Twitch zuschauen, die morgige Folge für YouTube werden wir natürlich jetzt noch aufnehmen. Dementsprechend geht es für euch gleich weiter. Aber für alle, die auf YouTube zuschauen, sage ich schon mal danke, dass ihr dabei wart. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, dann habt ihr auch gleich eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge dann online geht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ne? Haut rein. Ciao, ciao.